Tja, Leute, gestern Abend habe ich den Dunklen Turm fertig gelesen, die gesamte Reihe fertig, und ich war erstmal super frustriert und enttäuscht. Und gleichzeitig bin ich hellauf begeistert. Frag mich aber trotzdem, ist der Dunkle Turm irgendwie overhyped? Hä? Wie passt das denn alles zusammen? Wenn dich das interessiert, dann bleib bis zum Ende dran, und zwar wirklich bis zum Ende. Und fette Spoilerwarnung fürs gesamte Video. Wenn du das Buch noch nicht gelesen hast, dann weißt du Bescheid. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr fragt euch vielleicht, hey, wie passt das zusammen? Er hat doch zumindest in den letzten beiden Büchern sozusagen so sehr davon geschwärmt, und ja, dabei bleibe ich auch, und das ist auch so. Und auch dieses Buch hier ist ja nicht schlecht, ist ja ein gutes Buch. Aber, nee, warte, zu diesem Aber komme ich am Schluss. Jetzt muss ich doch erstmal ein bisschen schwärmen. Callahan ist gestorben, ganz am Anfang. So ein geiler Einstieg in dieses Buch. Callahan, dieser Typ, der jetzt mittlerweile richtig Teil von dem Kartett ist, der wirklich dazugehört und wo es was wirklich ausmacht, dass er tot ist. Und er ist ja nicht mal, wurde ja nicht mal getötet. Er hat sich ja selber getötet, weil er gesagt hat, bevor ich einer dieser Vampire werde, da bringe ich mich lieber selbst um. Und in diesem letzten Moment seines Lebens sendet er diesen Befehl an Roland ab, der diese Szene für mich so genial macht. Dieser Satz ist: Mögest du deinen Turm finden, Roland. Und ihn erstürmen. Mögest du ihn bis ganz oben erklimmen. Meine Güte, das ist so ein guter Satz, weil er auf der einen Seite eben zeigt, Callahan ist ein geiler Typ, der versteht voll, dass das Rolands Lebensziel ist, diesen Turm zu finden und zu erklimmen. Und da ist er voll auf seiner Seite, es ist ihm so wichtig, das noch abzuschicken. Und auf der anderen Seite ist es halt an den Lesern krasses Signal, denn jetzt geht's richtig los. Jetzt ist das Finale. Das steht kurz vor der Tür, und mir wurde plötzlich klar, Alter, am Ende von diesem Buch wird Roland beim Dunklen Turm sein. Also hoffe ich mal, habe ich in dem Moment gedacht. Und ab diesem Moment wusste ich, jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Und das war schon krass, war gut gewählt auf jeden Fall. Das nächste Big Thing war dann, dass das Kartett angefangen hat zu zerbrechen, und das fing ja gar nicht mal mit irgendwas Bestimmtem an, sondern mit dieser Szene, wo sie alle dastehen und merken, jetzt ist das Kartett zu Ende. Und ich möchte diese Stelle einfach nochmal vorlesen. Ich möchte, dass ihr sie so seht. Ich möchte, dass ihr sie sehr wohl seht. Werdet ihr das? Sie stehen zusammengedrängt um Susies Dreiradcruiser herum und umarmen sich im Vollgefühl ihres Sieges. Ich möchte, dass ihr sie so seht, nicht weil sie eine große Schlacht gewonnen haben, das weiß jeder einzelne von ihnen besser, sondern weil sie in diesem Augenblick zum letzten Mal ein Kartett sind. Die Geschichte ihrer Gemeinschaft endet hier, auf dieser Potemkinschen Straße und unter dieser künstlichen Sonne. Im Vergleich zu allem, was vorangegangen ist, wird der Rest der Geschichte kurz und brutal sein. Denn endet ein Kartett, kommt das Ende stets rasch. Sage mein Bedauern. Alter, das ist so melancholisch, schön, episch geschrieben, so krass, und ich kann mich auch nicht erinnern, dass Stephen King sich einmal so direkt an den Leser gewandt hat mit einem: Hey, lieber Leser, jetzt möchte ich, dass du Folgendes siehst. So in seinen Geschichten, meine ich, in der Geschichte. Das ist eigentlich gar nicht so sein Schreibstil, das ist eher so was Tolkien'sches, finde ich. So was Herr der Ringe oder der kleine Hobbit-mäßiges. Aber ich finde es an dieser Stelle sehr, sehr angemessen, hat gut gepasst. Der Schreiber, der weiß, hey, das denke ich mir gerade nicht aus, das ist so. Und ich berichte das gerade, ich erzähle dir das jetzt, lieber Leser. Und das ist unglaublich gut gewählt an der Stelle. Danach geht's auch schon los, wie das Kartett zerbricht. Ich gehe jetzt jeden einzelnen Tod durch. Eddie ist gestorben. War für mich ein krasser Moment, auch weil man es hat kommen sehen, weil schon irgendwie klar war, einer von ihnen wird sterben. Es wird immer wieder angedeutet, so voraussehend, so Foreshadowing-mäßig. Aber hat mich trotzdem sehr getroffen, und ich habe zu der Person, die gerade neben mir saß, habe ich irgendwie gesagt in dem Moment:
Alter, in dem Buch hier, was ich gerade lese, Der dunkle Turm, da ist gerade eine der Hauptfiguren gestorben. Das ist wie wenn in Harry Potter Ron gestorben wäre. Und so habe ich es in dem Moment verglichen. Und das stimmt auch irgendwie. Aber der dunkle Turm ist halt kein Harry Potter. Der dunkle Turm ist mehr. Der dunkle Turm ist irgendwie größer. Es ist nicht so ein Jugendbuch, wo man klar weiß, die Hauptfiguren werden alle überleben. Nein, das ist viel poetischer und dann ist es halt wie in der Realität, wo halt auch die Hauptfiguren nicht unbedingt überleben, sondern auch die Hauptfiguren sterben. Und das ist mir in diesem Moment halt wirklich klar geworden. Und dann war ich so, Alter, jetzt kann alles passieren. Und wer weiß, was noch passieren kann. Und ja, was noch passieren kann, ist, Jake stirbt. Meine Fresse, bei diesem Unfall mit Stephen King. Er opfert sich sozusagen, er wirft sich dahin und ja, stirbt. Und das hat mich auch sehr, sehr getroffen. Einfach, ich glaube, das ist halt so ein bisschen einfach, weil er ein Kind ist. Eddie ist erwachsen. Klar, er ist auch noch jung, aber Jake ist halt ein Kind und da ist es nochmal irgendwie krasser. Und ich glaube, es hat mich noch deswegen mehr getroffen, weil Roland so mitgenommen war. Und das hat ihn so greifbar wieder gemacht. Ihm nochmal diese Charakterentwicklung gezeigt. Dieser Typ, der am Anfang so ein, ja, gefühlskalter, gefühlsduseliger Typ war. Knallhart, klar, aber halt Gefühle sind nicht so seins. Der ist jetzt hier und weint, weil dieser Junge gestorben ist, für den er verantwortlich ist, der irgendwie gefühlt sein Sohn war und den er ja schon mal in den Tod hat stürzen lassen, weil er sich für den dunklen Turm entschieden hat. Und jetzt weint er, hebt ein Grab für Jake aus und leidet einfach. Und das ist schön zu sehen, wie Roland diese Charakterentwicklung hat und zerreißt einem auch so ein bisschen das Herz. Dann ist jetzt nicht ganz chronologisch sozusagen, aber als nächstes, Eus stirbt. Meine Güte, das hat mich eigentlich fast genauso mitgenommen wie Jake, weil man bei Eu auch so ein bisschen dieses Gefühl hat, der ist halt irgendwie nur ein Kind, oder? Also hat auch so was Kindliches mit dem Wortschatz, den er ja nur hat, so Ake, Ake, Olen, Olen. So, das hat was Kindliches und Unschuldiges und dass der stirbt, ist so, meine Güte, es war so traurig. Und da war ja auch noch das Eu, und man davon ausgeht, dass Eu deswegen nicht mit Susanna mitgegangen ist, weil er gesehen hat, Roland wird mich brauchen und ich muss bei ihm bleiben. Und ja, dammit. Ja, und zum Schluss, Susanna ist zum Glück nicht gestorben. Also weil Susanna war, ich habe damit gerechnet, dass sie auch stirbt. Aber ist sie nicht. Dieser Abschied allerdings war mir ein bisschen zu abrupt. Es war mir zu abrupt, so plötzlich sagt sie, hä, irgendwie, ja, für mich ist auch jetzt der Schluss gekommen, ich werde jetzt gehen durch diese Tür. Und ja, war mir ein bisschen abrupt, aber auch hier schön zu sehen, wie Roland darauf reagiert hat, dass er schon auch da echt verzweifelt war und gesagt hat, hey, warum bleibst du nicht bei mir? Generell hat man bei diesem gesamten Zerbrechen des Quartetts gesehen, was für eine Charakterentwicklung Roland gemacht hat. Dieser krasse, gefühlskalte Typ ist jetzt ein Typ, der zwar so ein bisschen das nervig findet, dass er sich jetzt Gedanken darüber machen muss, ob er sich bei einem Tier entschuldigen muss, weil er es angeschrien hat. Ist ja voll nervig, solche Gedanken musste ich mir früher nie machen. Aber trotzdem irgendwie merkt, hey, diese Leute sind halt mehr als nur Mitstreiter gewesen für mich, sondern Familie. Quartett ist Familie und diese Leute haben mir was bedeutet und das ist irgendwie ganz schön und das macht Roland einfach greifbarer und menschlicher und das ist eins der besten Dinge am ganzen Dunklen Turm. Also ich glaube, das größte Highlight an der ganzen Reihe ist nach wie vor Stephen King, der selbst in dieser Reihe vorkommt. Das macht das Ganze so mindblowing und zeigt einfach, wie sehr alles zusammenhängt und ist so krass. Und jetzt in diesem Fall ist es halt mit diesem Autounfall, wo er es tatsächlich so hinstellt, dieser Autounfall, der in der Realität stattgefunden hat, der wäre eigentlich tödlich ausgegangen, wenn nicht Jake und Roland gekommen wären und ihn gerettet hätten. Und das ist so genial. Und man fängt sich halt an zu fragen, okay, ist diese Figur Stephen King in diesem Buch tatsächlich nur eine Figur? So, ich vergleiche das zum Beispiel dann immer mit Will Wheaton in der Serie Big Bang Theory. Da ist ja auch Will Wheaton, der sich selbst spielt. Aber allen Beteiligten ist klar, ja, er spielt eine Rolle. Es ist ein fiktiver Will Wheaton sozusagen. Auch wenn da steht, er spielt sich selbst. Anders ist es hier, da habe ich nicht das Gefühl, dass das irgendwie eine Rolle ist, die er da schreibt, sondern es ist vielleicht wirklich er, es ist vielleicht ein bisschen autobiografischer, vielleicht hatte er wirklich nach diesem Unfall das Gefühl, oh mein Gott, was wenn Roland und Jake da waren und mich gerettet haben und mir dann gesagt haben, dass ich unbedingt den Turm weiterschreiben muss, weil es passt zusammen. Vor dem Unfall
sind die Bücher in unglaublich großen Abständen rausgekommen. Ich glaube, für die ersten 4 Bücher hat er von 1982 bis 1999 halt gebraucht. Und ja, für die letzten 3 dann halt von 1999 bis 2004. Also ging dann schon viel schneller. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, wie er selber sagt, dass er halt erkannt hat, oh mein Gott, ich könnte jederzeit sterben und dann wäre der dunkle Turm unvollendet. Aber man könnte sich das doch auch so ein bisschen vorstellen, hey, die beiden waren wirklich da in seinem Kopf halt irgendwie und haben ihn gerettet und ihm gesagt, du musst jetzt auf jeden Fall weiterschreiben. Es passt zusammen und das ist doch irgendwie eine schöne Vorstellung. Und im Gesamten habe ich einfach das Gefühl, der gesamte dunkle Turm ist eigentlich eine Liebeserklärung ans Schreiben, an die Fantasie. Weil Stephen King immer wieder betont, dass er nicht wirklich sich die Geschichten ausdenkt, sondern sie kommen halt zu ihm. Sie sind real und er ist nur die Leitung, die es aufschreibt. Und das kommt immer wieder, egal in welchem Werk, kommt es vor und er erwähnt es. Und das ist so eine schöne Vorstellung, dass diese Geschichten halt nicht ausgedacht sind, sondern in irgendeiner Welt, in irgendeinem Universum sind sie irgendwo real. Und Stephen King ist die Leitung, die uns diese Geschichten bringt. Und das ist doch eine schöne Vorstellung, oder? Irgendwie hat der scharlachrote König mich enttäuscht. Also, sind wir doch mal ehrlich. Da wurde doch jetzt 2 oder 3 Bände lang irgendwie aufgebaut als so ein mysteriöser Oberbösewicht. Habe ich das falsch verstanden oder nicht? Das war doch der, so dieser scharlachrote König, der irgendwie der Boss der Endgegner ist und einfach mega crazy und ja, so dieser Oberbösewicht sozusagen und man hat nie irgendwie was über ihn erfahren, man hat ihn nie gesehen, es war nur irgendwo ist dieser scharlachrote König und meine Güte, naja, was sollte das denn jetzt bitte am Schluss? Ja, am Schluss sehen wir den und was ist der letztlich, irgend so ein komisches Heinzelmännchen, was aussieht wie der Weihnachtsmann, so hat's Stephen King selber beschrieben und null bedrohlich, null mysteriös, also sorry, das war doch irgendwie eine Lachnummer, oder? Der saß da oben auf dem Balkon und hat halt irgendwie mit seinen Bomben da geschmissen und der Revolvermann hat eine nach den anderen davon zerstört, ohne dass die irgendwas ausrichten konnten und am Schluss haben sie den halt wegradiert sozusagen. Meine Fresse, was war das bitte für eine Lachnummer? Also mal ganz ehrlich, das war super unnötig. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, das kann es nicht gewesen sein mit diesem scharlachroten König und frag mich, ob der vielleicht auch noch irgendeine Bedeutung hat. Irgendwas kann man da bestimmt noch rein philosophieren, irgendeine Bedeutung dem Ganzen geben, diesem scharlachroten König, dass der für irgendwas steht oder so, aber ich komme nicht so richtig drauf, was und vielleicht habt ihr da ja eine Idee, weil ganz ehrlich, so wie ich jetzt gerade das Gefühl habe, hat der mich auf jeden Fall schon mal richtig enttäuscht. Nicht jedoch die Methode, wie er getötet wurde. Also ich habe das jetzt ein bisschen lächerlich ausgedrückt, so mit, ja, und dann haben sie ihn wegradiert. Aber das ist doch mal eine geile Idee eigentlich. Generell schon dieses Zeichentalent von diesem Patrick, wie das introduced wurde, mega cool. Mit dieser Hingabe, das ist dieser Typ, der nicht reden kann und auch nicht so, ja, ein bisschen schwer von Begriff ist, aber er kann halt mega gut zeichnen und macht es mit so einer Hingabe und Konzentration und dann macht er in 10 Minuten da ein Porträt, was das krasseste Porträt der Welt ist oder so. Und dann ist das halt die Idee, wie man den scharlachroten König bezwingen kann. Man bringt Patrick dazu, dass er den zeichnet und das macht er. Und ich denke erstmal so, okay, ist halt langweilig jetzt, er zeichnet den und dann radiert er ihn weg. Aber es war trotzdem dann spannend irgendwie so, den dabei zu beobachten, wie er den jetzt zeichnet. Und das ist voll schwierig und dann benutzt er da irgendwie echtes Blut, um die Farbe hinzukriegen. Das erste Mal, dass er überhaupt Farbe benutzt für ein Kunstwerk. Und ja, und dann radiert er ihn weg. Das war schon irgendwie eine coole Methode. Und ich meine, da musst du erstmal drauf kommen, dass du so einen Kampf hast, ohne Waffen, sondern mit Zeichnen und Radieren zu... Meine Fresse, wie genial eigentlich. Also es ist so was komplett anderes und es ist, ja, einfach, das war cool tatsächlich. Aber naja, vom scharlachroten König an sich war ich einfach ein bisschen enttäuscht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Jetzt komme ich zu dem, was ich vor dem Intro angedeutet habe. Worauf vielleicht jetzt einige auch schon gewartet haben, die vielleicht erwartet haben, dass ich am Ende einfach nur sage, boah, das Ende ist super geil, super krass, mega genial. Aber passt mal auf, was ich dazu sage. Ja, die Story vom Dunklen Turm ist großartig, ist wirklich gut, ist eine tolle Story. Aber
Ich war trotzdem enttäuscht vom Ende. Und das könnte damit zusammenhängen, dass ich gespoilert wurde. Und ich habe erst am Ende erkannt, was für ein großer Spoiler das tatsächlich war, weil irgendwer, ich weiß nicht mehr wer, ich weiß nicht, wem ich dafür eine reinhauen muss, irgendwer hat mir irgendwann mal gesagt, ja, das ist ja so genial beim Dunklen Turm, der erste und der letzte Satz sind der gleiche. Das heißt, ich wusste, dass der letzte Satz sein wird und der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. Und das ist so, ich habe halt am Anfang immer gedacht, ja, ist so ein kleiner Nebenfakt, das ist jetzt nicht so schlimm, dass ich das weiß. Und erst als dann ich gesehen habe, dass der dunkle Mann, der Mann in Schwarz von Mordred getötet wurde, habe ich mich angefangen zu fragen, hä? Ich dachte, am Ende flieht der wieder. Dann kann er ja nicht tot sein. Und dann habe ich gedacht, und dann habe ich es halt gecheckt. Und dann war ich so, okay, das K ist ein Rad, alles wiederholt sich, alles fängt wieder von vorne an. Am Ende geht es wieder mit dem ersten Teil sozusagen los. Das wird es sein, das passt, macht Sinn. Als es dann so war, war halt die Überraschung nicht mehr groß. Und dann war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht und war den ganzen Abend gestern so ein bisschen frustriert und habe mich halt gefragt, warum das so ist. Nur weil ich gespoilert wurde? Ich glaube nicht. Ich habe nämlich diese Reihe, anders als es Stephen King jetzt selber hier nochmal so sozusagen geäußert hat, dass er es gehofft hat. Ja, ich habe die Reihe eigentlich zu einem sehr, sehr großen Teil wegen dem Ende gelesen. Natürlich nicht nur. Man kann sich nicht durch sieben so fette Bücher durcharbeiten, nur wegen dem Ende. Natürlich finde ich die Story an sich gut und hat mir an sich auch Spaß gemacht. Aber es war ein enorm großer Teil und es ist mir auch jetzt erst klar geworden, wie groß dieser Teil tatsächlich war, dass ich wegen dem Ende das gelesen habe, weil ich wissen wollte, was ist denn jetzt dieser dunkle Turm? Klar, das wusste man. Er ist das Zentrum aller Welten. Er steht da und er und die Balken halten alles zusammen und beschützen alles. Und wenn der dunkle Turm zusammenbricht, dann wird alles zusammenbrechen. Alles, alle Welten, das ganze Universum. Soweit so klar. Aber ich habe die ganze Zeit erwartet, dass am Schluss nochmal irgendwas Krasses kommt. In diesem Turm wollte ich sehen, was ist denn da jetzt genau? Wie funktioniert das genau, dass dieser Turm alles zusammenhält? Und das kam dann nicht. Und deswegen war ich erstmal enttäuscht. Und ich muss auch sagen, zu diesem Thema mit dem Overhype, ich glaube, es hat mir das Ganze ein bisschen kaputt gemacht, dass halt wirklich alle Welt davon, von dem dunklen Turm spricht, als wäre es was Weltbewegendes. Als wäre es mehr als einfach nur eine Story. Als würde man danach denken, oh mein Gott, mein ganzes Leben ist auf den Kopf gestellt, alles ist verändert. Und das mag sein, dass es bei manchen zutrifft. Ich habe für mich entschieden, nein, tut es nicht. Es ist eine geniale Story, ja, aber es ist halt auch nicht mehr als das. Es ist, der ganze Dunkle Turm ist eine Liebeserklärung ans Schreiben, an die Fantasie. Und es ist eine super krasse Verknüpfung von allen Stephen King-Werken und diese Theorie mit den ganzen Welten, die alle irgendwie zusammenhängen und ein Universum darstellen und alles irgendwie real erscheinen lässt, sozusagen. Das ist alles top und das ist wirklich genial, aber mehr halt auch nicht. Ja, ich war erstmal enttäuscht vom Ende und war irgendwie den ganzen Abend gestern so ein bisschen frustriert und so ein bisschen, irgendwas stimmt doch nicht. Und ich habe direkt mit ein paar Leuten geredet und das war ganz lustig, weil ich kenne tatsächlich auch gerade jemanden, der den Turm auch gerade erst gelesen hat, habe mit dem kurz übers Ende geredet und dann noch mit jemand anderem, der den Turm vor einigen Jahren gelesen hat, also nicht mehr ganz so viel wusste. Und wir haben echt, echt viel darüber geredet. Und je mehr wir darüber geredet haben, wir haben dann nochmal gemeinsam das Ende gelesen. Und je mehr wir das gemacht haben und darüber geredet haben, desto besser fand ich das Ende dann doch noch. Und das war so eine Erleichterung, dass ich gesagt habe, es ist doch eigentlich schon ein geniales Ende. Es ist weiterhin nicht mehr als eine Story, aber es ist ein geniales Ende eigentlich. Und deswegen möchte ich jetzt noch ein bisschen was zum Ende sagen. Ich fange mal so an. Ich fand es sehr frustrierend erstmal, als man sieht, Roland geht in den dunklen Turm rein und dann ist Schluss. Und dann kommt der Epilog mit Susanna und Eddie und Jake und so. Dann dachte ich mir so, okay, krass, das ist jetzt das Ende, man sieht nicht mal, was im dunklen Turm drin ist. Wow. Und dann kam nochmal Stephen King, der sagt, ja, lieber Leser, also an dieser Stelle könnte man ja eigentlich Schluss machen. Man könnte es doch so dastehen lassen, oder? Das wäre doch eigentlich ein ganz okayes Ende, oder? Und man muss ja nicht immer das Ende sehen. Man muss doch nicht immer alles wissen müssen, oder? Manche Enden müssen nicht ausgesprochen werden. Und eigentlich mache ich das ja nur, weil die Leser das ja immer erwarten.
Aber wenn du unbedingt musst, dann lies halt das Ende hier. Und in dem Moment war ich erst so, hä, Stephen King, wenn du der Meinung bist, dass das Ende nicht nötig ist, dann lass es halt weg. Dann lass es halt. Aber wenn es da steht, natürlich lese ich es dann, als ob ich jetzt sage, ich lese es nicht. Und ich war echt ein bisschen sauer, weil ich habe tatsächlich überlegt, ob es jetzt wohl Sinn machen würde, das Ende nicht zu lesen. Hab ein bisschen überlegt, so, ja, aber natürlich habe ich es gelesen. Wisst ihr ja mittlerweile. Und das im Nachhinein finde ich das super genial, wie er es gemacht hat, weil er halt an dieser einen Stelle, wo es eigentlich ein echt schönes Ende ist, einen Cut gemacht hat. Und einmal uns hat innehalten lassen und uns hat sehen lassen, wie die Situation gerade ist. Und es braucht ja nicht immer ein Ende. Und manche Sachen müssen nicht ausgesprochen sein. Und das wäre ein schönes, offenes Ende. Und man kann sich seinen Teil denken, was jetzt im Turm ist. Und Roland hat sein Ziel erreicht und ist zum dunklen Turm gekommen. Das ist doch alles wunderbar. Aber es gibt das Ende. Und es ist da. So hat es nochmal gesagt. Da kann ich nichts gegen machen. Das ist einfach das richtige Ende und so ist es. Und deswegen kann man es schon auch lesen. Und wenn man es liest, dann merkt man erstmal, fuck, das ist gar nicht mal so ein Happy End. Aber so ist das Leben. Das Leben ist nicht immer ein Happy End. Und manchmal ist es frustrierend und erstmal niederschmetternd. Scheiße, dieser arme Kerl, der muss jetzt wieder von vorne anfangen und hat keine Erlösung sozusagen gefunden. Das ist doch erstmal frustrierend. Aber an dieser Stelle ist mir was aufgefallen. Vielleicht hat Roland, das ist jetzt halt ein bisschen philosophieren über das Ende, vielleicht hat Roland den gleichen Fehler gemacht wie ich beim Lesen. Er hat gesagt, ich muss unbedingt sehen, was im dunklen Turm drin ist. So wie ich. Ich konnte auch nicht sagen, ja, schön, er hat den dunklen Turm erreicht, er hat bestimmt seine Freude damit oder so. Ich habe gesagt, ich muss unbedingt wissen, was drin ist. Und das hat er auch gemacht. Und weil er das gemacht hat, ist er jetzt dazu verdammt, wieder von vorne anzufangen. Und das ist vielleicht genau der Fehler, den er gemacht hat. Vielleicht hätte er auch einfach sagen können, ja, da ist der Turm, ich habe ihn gerettet, ich habe den Balken gerettet und da ist der dunkle Turm, ich habe das Zentrum der Welten gesehen und schön, das war's. Aber nein, er musste halt reingehen. Das war sein Fehler, sein Problem. Da gibt es ja auch diesen Satz immer, mit dem, der ja auch aufgetaucht ist in dem Zusammenhang. Wer aus der Vergangenheit nicht lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Ja, das war sein Fehler sozusagen. Eine andere Theorie, die aufgekommen ist in den Gesprächen gestern, die ich noch mit den Leuten hatte, war, dass es einfach vielleicht der Fehler von Roland ist, dass er immer dem K folgen muss. Und ich habe immer, während der ganzen Reihe habe ich immer gesagt, boah, es ist so genial, dieses K steht über allem und verfügt über alles. Hab dann aber irgendwann mal angefangen zu denken, eigentlich, so dieses K ist ja wie das Schicksal. Und eigentlich ist es doch voll nervig, wenn man sich die ganze Zeit sagen muss, irgendwas bestimmt alles und ich habe ja gar keine eigene Entscheidungsmacht sozusagen. Ich handle nur nach dem K und das ist ja voll nervig. Und vielleicht ist das halt auch genau das Problem. Roland folgt immer dem K. Und vielleicht muss er das gar nicht, aber er tut's. Weil er nicht die Kraft hat, mal was anderes zu tun, als dem K zu folgen. Er ist unfähig, sich vom K zu lösen. Oder er ist nicht unfähig, sich vom K zu lösen, sondern will es nicht. Weil, dass er dem K folgt, das K ist ein Rat, und wenn er dem Rat folgt, dann hat er eine Bestimmung, eine Aufgabe, diesen Turm finden. Den Turm finden, retten, seine Freunde, seine Familie sozusagen finden, sein Quartett finden, das gibt ihm eine Bedeutung und deswegen will er sich nicht davon lösen, weil wenn er das tun würde, dann hat er Angst, dass er irgendwie keine Bedeutung hätte, dass er irgend so ein unbedeutender kleiner Furz wäre, aber dadurch, dass er dem K folgt und den Turm sucht, hat er diese Bedeutung. Vielleicht setzt sich das K auch unabhängig davon, was Roland macht, einfach immer wieder zurück sozusagen. Das heißt, wenn er einfach entscheiden würde, ich gehe nicht in den Turm und schaue mir das nicht an, ende somit also auch nicht wieder in der Wüste, dass das K dann vielleicht trotzdem sich zurücksetzt und dann würde die Welt halt untergehen, weil Roland nicht erneut den Balken rettet. Das heißt, er ist vielleicht einfach in so einer Zeitschleife sozusagen gefangen, in der er halt immer wieder aufs Neue den Turm retten muss, weil egal was er tut, immer wieder sich das zurücksetzt. Aber das macht, finde ich, auch nicht so Sinn, weil, naja, es sind zwei Paar Schuhe vielleicht. In der einen Theorie geht man davon aus, dass die Entscheidung von Roland, den Turm zu betreten,
dazu führt, dass alles zurückgesetzt wird. Und in der anderen Theorie ist es halt so, dass das K ist halt unbezwingbar und das K macht halt, was es will. Und wenn Roland seinem K nicht folgt sozusagen, dann kann auch der Balken und der Turm nicht gerettet werden, dann wird die ganze Welt untergehen, das ganze Universum. Und deswegen muss Roland das auf jeden Fall machen. Und vielleicht muss er es auch so lange machen, bis der Balken und der Turm wieder komplett stabil sind und nicht nur jetzt irgendwie so gerade so ein bisschen gerettet, sondern komplett stabil sind. Aber das wird wahrscheinlich auch nie der Fall sein. Naja, so viel dazu. Das Letzte, worauf wir noch gekommen sind, ist so ein bisschen dieses, vielleicht hat jeder von uns einen dunklen Turm. Vielleicht verkörpert dieser dunkle Turm jede fixe Idee, die man so haben kann. Jede Sucht, jede Abhängigkeit. Alles, woran man sich klammert, um irgendwie eine Bedeutung zu haben. Für Roland ist es eben so dieses Retten der Welt oder eine Bedeutung zu haben oder eben seine Familie zu finden, seine Freunde zu treffen, Eddie, Jake, Oi, Susanna und so, und all diese Abenteuer zu erleben. Das ist seine Bestimmung, das ist das, was ihm einen Sinn gibt, und deswegen kann er nicht von dem Turm loslassen und deswegen ist das sein dunkler Turm. Und vielleicht hat jeder von uns auch seinen eigenen dunklen Turm. Eine Sache ist mir noch ganz wichtig, tatsächlich loszuwerden. Und zwar die Sache mit der Meinung. Jeder kann seine eigene Meinung haben. Jeder kann in einer Geschichte, wie zum Beispiel im Dunklen Turm, sehen, was er will. Und ich hatte jetzt die letzten Tage, nachdem ich fertig war mit dem Dunklen Turm, ein bisschen damit zu kämpfen, dass ich habe sehr viel recherchiert und mir andere Meinungen von anderen Leuten durchgelesen und so. Und habe irgendwie so bemerkt, boah, ich habe voll viel nicht kapiert. Oder also viele Dinge sind mir entgangen, sind mir nicht aufgefallen, gerade so von der Mythologie, von der Welt und so. Und das war ich ja so, toll, Tim, hast du da das übersehen und dies und das, ist voll kacke irgendwie. Und dann habe ich so gedacht, naja, komm, Tim, find dich damit ab. Das sind halt die Dinge, die nicht so viel bei dir ausgelöst haben, die dich nicht in dem Moment nicht so begeistert haben. Dafür gibt's andere Dinge am Turm, die mich begeistert haben, die ich gesehen habe, die mir was bedeutet haben und die was in mir ausgelöst haben, und das ist ja schön. So führt es halt dazu, dass jeder irgendwie andere Dinge wahrnimmt, andere Dinge sieht, andere Dinge in sich ausgelöst kriegt sozusagen, und das ist das Schöne an Geschichten. Es ist okay, dass jeder das anders sieht und andere Dinge wahrnimmt. Für jeden ist der dunkle Turm bestimmt was anderes als für alle anderen. Und es ist vollkommen okay, wenn du eine andere Meinung hast als ich. Wenn du zum Beispiel sagst, hey, der dunkle Turm, der ist mega weltbewegend. Der dunkle Turm ist mehr als nur eine sehr geniale Story. Der dunkle Turm hat mein Leben auf den Kopf gestellt und von Grund auf verändert oder so, sage ich jetzt mal ganz krass ausgedrückt. Wenn das bei dir so ist, dann freut mich das unglaublich für dich. Dann ist das eine feine Sache. Und dann bitte, dann trag das nach draußen und erzähl das allen Leuten, die es hören wollen. Geht niemandem damit auf die Nerven, bitte, aber wer es hören will, dem sagst du es. Und wenn das dann dazu führt, dass irgendjemand, wie zum Beispiel ich, davon overhyped wird, dann ist das nicht deine Schuld. Dann ist das, also in meinem Fall, ist es mein Problem, dass ich jetzt halt overhyped war. Ich hätte genauso gut auch sagen können oder noch mehr versuchen können, mir zu sagen, hey Tim, komm mal runter, vergiss ein bisschen das Ende, genieß die Story. Der Weg ist das Ziel. Das ist das, was immer wieder auch beim Dunklen Turm am Schluss gesagt wird. Der Weg ist das Ziel. Und das ist etwas, was auch Roland lernen muss. Genauso wie ich das auch lernen muss. Der Weg ist das Ziel, und man sollte eine Geschichte manchmal nicht nur wegen dem Ende lesen. Als kleine Analogie, dein Leben lebst du auch nicht wegen dem Ende, oder? Der Weg ist das Ziel. Deine Meinung ist richtig, genau wie sie ist. Was du gesehen und empfunden hast, ist genau richtig, wie es ist. Und das darfst du nach außen tragen, das ist vollkommen fein. Zum Schluss kann ich einfach nur sagen, es war mir ein Vergnügen. Es war mir ein Fest, diese Geschichte zu entdecken. Zu entdecken, wie der Turm das Zentrum des Universums ist, wie es unendlich viele Welten gibt, und in unserer Welt gibt es die Rose, die verwandt ist mit dem Turm, und jeder, der die Rose sieht, falls sofort in love mit ihr und verliebt sich sofort in sie. Das ist eine wirklich schöne Vorstellung. Der dunkle Turm ist das Zentrum und
hat diese Balken um sich rum, an deren Enden die Tiere als Wächter sind, die Schildkröte unter anderem. Die Schildkröte, die schon so oft vorkam in Stephen King Büchern. Das ist alles eine unglaublich schöne Vorstellung. Und auch dieses Detail mit der Liebe zum Schreiben und zur Fantasie, was ich schon erzählt habe. Das ist so schön, wie Stephen King immer beschreibt. Er denkt sich die Geschichten gar nicht aus, sondern die sind irgendwo, in irgendeiner Welt von unserem Universum, sind sie wirklich real. Und er ist nur die Leitung, die diese Geschichten aufschreibt. Und das ist doch eine wunderschöne Vorstellung, dass jedes Buch hier in meinem Regal, jedes Buch bei dir zu Hause in deinem Regal, in jeder Bücherei und in jedem Buchladen ist irgendwo real und wurde nur von irgendwem aufgeschrieben und gebündelt. Das ist das, was für mich in meinen Augen Fantasie ausmacht und ein Stück weit eben auch die Idee vom dunklen Turm. Zur Zukunft kann ich sagen, dass ich auf jeden Fall bald Schlaflos, Insomnia lesen werde. Macht, glaube ich, Sinn, das nach dem dunklen Turm zu lesen. Und Das Schwarze Haus wurde mir auch in dem Zusammenhang empfohlen, weil es sehr mit dem dunklen Turm verwandt ist. Werde ich auch noch lesen. Des Weiteren werde ich möglicherweise nochmal das Hörbuch zu Schwarz anhören, dem ersten dunklen Turmband, einfach weil der schon so lange her ist. Also auch nochmal mit Abstand länger als der zweite Teil. Und den könnte ich einfach nochmal auffrischen, ist ja auch nicht so lang. Und ich werde natürlich noch so viel mehr von Stephen King lesen. Ich finde, der dunkle Turm lädt förmlich dazu ein, noch mehr von Stephen King zu lesen. Es ist wie die fetteste Werbung aller Zeiten für dieses riesige King-Universum, für das ganze Werk von ihm. Und da werde ich auf jeden Fall noch sehr viel lesen, habe noch sehr viel vor mir, obwohl ich schon so viel gelesen habe. Das ist unfassbar, wie viel der Kerl geschrieben hat. Und dann schreibt bitte in die Kommentare, was ihr vom dunklen Turm haltet. Schreibt all euren Senf dazu. Ich habe jetzt eine halbe Stunde meinen Senf abgegeben und jetzt interessiert mich euer Senf. Was haltet ihr davon? Was hat der Turm für euch bedeutet? Wie fandet ihr das Ende und alles Vorangegangene? Haut's mir in die Kommentare, wenn ihr wollt. Und ich würde sagen, mit diesen Worten war es das. Der dunkle Turm ist vorbei. Und jetzt wünsche ich euch erstmal lange Tage und angenehme Nächte.